Ausgabe von Instagram TV von Dieser Dad. Ich habe ja letztes Mal schon verraten, dass ich Musiker bin von Beruf. Ich habe Musik studiert, Schulmusik, wäre also eigentlich Lehrer geworden, Musiklehrer. Und habe dann noch Dirigieren studiert und Jazz und Popularmusik. Und dann war ich ziemlich lange am Theater und habe erstmal als Beruf sozusagen Theatermusiker gemacht. Ich habe musikalische Stücke am Theater komponiert und einstudiert und geleitet und dirigiert. Und dann mal alleine auf der Bühne gestanden. Dann habe ich Kabarett gemacht, Comedy, Schauspiel. Immer noch keine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich mein Beruf, oder? Also, um alles zusammenzufassen, was ich im Moment mache, könnte man sagen, ich bin kreativ. Ich denke mir Sachen aus, die anderen Leuten Spaß machen, ihnen aber auch gleichzeitig noch irgendwas vermitteln. Eine Geschichte oder ein Wissen. Vielleicht habt ihr auch das Video gesehen, wo ich den Oscar damals interviewt habe. Das war eine große Show, in der ich auch Musik mache, in der ich auch Videos schneide, in der ich auch Leute interviewe, in der ich auch Konzept mache. Also mir ausdenke, was könnte eigentlich den Zuschauer interessieren. Vielleicht beantworte ich auch zwischendurch einfach mal ein paar Fragen, die ihr gestellt habt, was meinen Beruf betrifft. Zum Beispiel JustMusicYT fragt, wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? Ich bin eigentlich gar nicht dazu gekommen, sondern es entwickelt sich immer weiter. Also was ich zum Beispiel mache, ist, wenn Unternehmen ein Jubiläum feiern, erfinde ich für die eine Show, überlege mir, wie kann man den Gästen gute Unterhaltung bieten und kann ihnen gleichzeitig zum Beispiel die Geschichte der Firma gut erzählen. Oder ich mache eben auch Shows fürs Fernsehen, meistens im regionalen Fernsehen, wo ich manchmal auch sogar prominente Leute interviewe. Ich habe sogar schon mal ein paar YouTuber interviewt, auch das findet man sogar, wenn man sucht im Internet. Ich glaube, ich mache da aber mal ein extra Video dazu. Typisch Nancy fragt von einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit deinem Job? Ich bin mit meinem Job insgesamt sehr, sehr zufrieden. Ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 8 und 9, also ein bisschen Luft ist immer. Ich habe eigentlich mindestens 3 oder 4 mindestens unterschiedliche Jobs gleichzeitig. Jemand hat auch gefragt, ob ich eigentlich nie arbeiten muss, weil ich immer so viel mit dem Oscar verreise. Nein, ich muss ziemlich viel arbeiten, aber ich kann das auch auf den Reisen machen. Ich telefoniere viel oder ich besuche Leute, mit denen ich mich dann unterhalte und Sachen vorbereite. Und das kann ich ganz gut verbinden mit diesen Reisen. Es gibt zum Beispiel einen Job, den ich habe. Ich verlege Spiele für Kinder, die Schwierigkeiten haben mit der Sprache. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal bei einem Logopäden oder bei einer Logopädin war. Dann kennt ihr vielleicht den Trolli. Ich blende das mal kurz ein. Das ist seit 25 Jahren mein Verlag, in dem ich Spiele entwickle für Kinder, die Spaß haben sollen beim Sprechen lernen. Genau, und dann berate ich zum Beispiel eben Firmen, wenn es um Feste geht, um Feiern, um Shows, um Veranstaltungen. Da habe ich auch mal ein Buch dazu geschrieben. Und ich mache eben Shows auf der Bühne oder auch im Fernsehen manchmal. Und jetzt mache ich sogar Instagram TV. Finn Gerzen fragt, was magst du an deinem Beruf besonders? Ja, ich mag eigentlich besonders, dass er eben immer wieder neu ist. Also, dass ich so viele verschiedene Sachen machen kann, die aber alle ein gleiches Ziel haben. Ich sag mal, was Positives zu bewirken, Unterhaltung, Fröhlichkeit, gute Laune und gleichzeitig was zu vermitteln. Und das mag ich besonders an allem, was ich mache. Und Verhatsu hat noch eine interessante Frage. Haben Sie einen anderen Traumberuf? Nachdem ich ja eigentlich einen Beruf habe, den ich genauso mache, wie ich will, ist das natürlich ein Traumberuf. Es ist immer noch ein bisschen Luft zum Träumen, aber das wird sich schon so weiterentwickeln in den nächsten Jahren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen erklären, was ich mache, was ich arbeite, was mein Beruf ist, womit ich mein Geld verdiene. Ihr habt natürlich deswegen auch schon gemerkt, dass es für mich nicht ganz ungewöhnlich ist, vor einer Kamera zu sitzen. Was mir gerade besonders viel Spaß macht, ist das für euch zu machen. Normalerweise sind meine Zuschauer, muss ich gestehen, sogar viel älter als ich. Aber ich finde es im Moment gerade besonders spannend und reizvoll, was für euch zu machen. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, was euch gefällt, was euch vielleicht auch nicht gefällt, was ich besser machen soll. Ja, und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei beim nächsten Instagram TV von Dieser Dad. Bis dann. Tschüss.